Ja, hallo und guten Morgen nochmal an alle Zuschauer des JFD Live Trading TVs. Wir wollen, wie angekündigt, einen Blick auf die EU-Indizes werfen und hier speziell den DAX und den Euro Stoxx unter die Lupe nehmen. Und wir sehen hier in der aktuellen Beschau in der JFD 24-Stunden-Indikation, wie der Preis hier nach den gestrigen Aufschlägen mehr oder weniger seitwärts lief und jetzt hier gerade beim DAX links oben. Hier rechts oben der Euro Stoxx, hier eine gewisse Schwäche zu sehen ist. Genauso auch hier Ähnliches beim Euro Stoxx und das ist doch ganz interessant. Wir hatten unlängst am Morgen auch auf dem JFD Desktop hier diese Tendenz ausgeworfen nach der Kristallkugel, also hier praktisch saisonale und Fuzzy-Vektorlogik-Tendenzen aufgrund vergangener Pattern sozusagen in die Zukunft projiziert. Und das lässt zunächst hier bei allen Indizes eine leicht rückläufige Tendenz erkennen, die wir aktuell ja auch sehen. Jetzt gilt es eben abzuwägen, wo denn hier eine Fortführung der Verluste stattfinden könnte oder eben der Markt dann doch wieder frühzeitig nach oben dreht. Dazu schauen wir uns mal konkret den DAX an, hier im Stundenchartintervall auch. Und da fällt eins auf. Wir haben hier das gestrige Hoch, das gestrige Tief. Dass wir hier im Bereich 10.800, 10.820 eine ganz marginale Supportzone haben, die hier definitiv als wichtige Handelsmarke angesehen werden sollte. Und wir sehen hier aktuell die Kerzen, die sich eben in diesem Bereich hinbewegen. Und hierbei gilt es jetzt darauf zu achten, was der Markt macht, wenn wir hier im Bereich 10.830, 10.800 inklusive kleinen Dips nach unten, eben wie er sich dort verhalten wird. Gehen wir mal in den 15-Minuten-Chart. Um das noch ein bisschen aufzulösen. Hierbei dann insbesondere darauf zu achten, wenn es denn hier klassische Candlestick-Kerzen gibt, im Sinne einer Umkehr. Also eine Hammerkerze wäre sehr schön, ein Bullish Engulfing wäre sehr schön. Wenn solche Kerzen hier auftauchen, solche Kerzenformationen, dann könnte man hier durchaus auch dann möglicherweise gestützt durch eine positive Divergenz hier auf der Südseite wieder auf eine Erholung spekulieren und die Fuzzy-Logik, die hier ja grundsätzlich beim DAX Niveaus im Bereich von 10.640, 10.600 Punkten hier vorauswirft im heutigen Tagesverlauf, der hätte dann eine Chance doch nicht ebenso abzudriften. Man muss aber natürlich ganz klar auch Plan B berücksichtigen, wenn wir nämlich hier unter 10.800 fallen, also hier dann signifikant neue Lows machen, dann kann man davon ausgehen, dass hier im Sinne der Average True Range hier Abgaben um die 70 Punkte dann nochmal stattfinden könnten. 70 bis 80 Punkte hier bis zum ADR-Low im Bereich 10.738 Punkte. Wenn wir uns jetzt wieder rauszoomen, um das nochmal ein bisschen einzugrenzen, dann hätte man auch hier, okay, das Ganze nochmal mit so einer Trendlinie an, hier den Bereich sozusagen einer Aufwärtstrendlinie, die dann hier auch stützend wirken dürfte und dem DAX dann hier tatsächlich am oder für den heutigen Handelstag Halt bieten könnte. Ansonsten, wenn die ADR sich bzw. die Fuzzy-Logik sich weiter auswerfen sollte, dann haben wir natürlich dann hier erst in dieser Supportzone hier in diesem Bereich um eben 10.600 Punkten dann wirklich die Möglichkeit hier eine Erholung zu erfahren. Die wäre dann aber auch gegeben und hier sollte der DAX tunlichst wieder anspringen. Ja. All das wird hinfällig, wenn wir uns hier bereits frühzeitig stabilisieren und Richtung heutiger bzw. gestriger Highs anziehen. Faktisch die Marke von 11.000 Punkten ist hier eins der nächsten Ziele und rein von der True Range her wäre denn heute Auswurfpotenzial bis in den Bereich 11.030 knapp, wenn wir uns hier eben stabilisieren. Aber wir sehen gerade den DAX, er marschiert hier weiter auf die Unterstützung zu. Ganz wichtiges Level. Wir bekommen ja jetzt hier 11 Uhr auch noch Einzelhandelsumsätze aus der EU für den Monat Dezember. Das wird spannend. Am Nachmittag dann noch einiges aus den USA. 14, 15, 15, 45 und 16 Uhr. Also hier dürfte es noch ein bisschen zur Sache gehen. Jetzt aber sehr, sehr interessant die Konstellation, dass wir aktuell genau dieses Niveau testen. Aufpassen, liebe Zuschauer, wenn der DAX sich hier stabilisiert, wäre spekulativ ein Einstieg in Richtung Long-Engagement, in Richtung der Trendbewegung denkbar. Doch das kann sich natürlich auch bei Ausbruch unter die Marke von 10.820, 10.800 Punkten sehr, sehr schnell wieder relativieren. Das große Bild vom DAX hatten wir auch gestern schon beleuchtet im JFD Stream. Da hatten wir die große Beschau, dass grundsätzlich alles noch sehr, sehr gut aussieht. Schauen wir jetzt kurz auf den Euro Stoxx noch. Was macht der? Ja, da zeigt sich ähnlich schwach, gar keine Frage. Hier haben wir am gestrigen Tief bzw. ein Stück weit drüber
die Möglichkeit, uns zu stabilisieren. Und ähnlich dem DAX stehen wir eben auch jetzt hier an diesem Level. Wir nehmen hier die Hochpunkte vom 27. Januar und hier vom 29. Und da sehen wir hier sehr schön, dass wir aktuell auch da an einem ganz, ganz wichtigen Level sind. Wird das gebrochen, gerade bei Stundenschluss, dann sind wir Richtung gestriger Tief sehr, sehr schnell unterwegs, 3380 rund. Und dann kannst du auch hier im Sinne der Average True Range natürlich noch eine ganze Etage tiefer gehen. Dann hätte man aber hier knapp drunter, beziehungsweise im Bereich hier von 3345, 3335 Punkten eine schöne Stabilisierungszone, um hier eben die Indizes wieder aufzufangen. Warten wir, was 11 Uhr passiert, was am Nachmittag zu den News passiert. Die charttechnischen Tendenzen haben wir jetzt einfach mal schon beleuchtet. Vielleicht ist das jetzt schon hier genau der Punkt, wo man sagen kann, jetzt wäre es Zeit zu drehen. In jedem Falle gerade beim DAX ein sehr, sehr spannendes Level. Insofern haben wir auch jetzt schon die Sendung geschafft. Wenn Sie mögen, schalten Sie später noch ein. Wir werden gegebenenfalls einen Blick auf die US-Märkte werfen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Handelstag. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.